Hallo und herzlich willkommen hier in meiner kleinen Werkstatt. Heute bin ich nicht alleine, der Martin ist da. Hallo. Und heute wollen wir euch mal zeigen, denn wir zwei, beziehungsweise der Martin, hat einen Longboard-Kurs organisiert. Den machen wir hier in seinem Heimatstädtchen für die Kids. Und da wollen wir ganz einfach, ich zeig's erstmal nochmal so, mit einer sogenannten Hagebaupresse arbeiten. Und dafür bauen wir zwei Pressen und eine wollten wir heute mal vorbauen und die nächste mit den Kids zusammen. Und in dem Video wollen wir euch heute mal zeigen, wie man so eine Presse baut. Viel Spaß! So, was braucht ihr dafür? Alles, was ihr braucht, ist unten nochmal in der Infobox verlinkt. Nur mal eine kurze Übersicht. Also man braucht solche etwas dickeren Leisten. Die sind 60 auf 40 jetzt. Das sind die Leisten, mit denen wir später den Druck aufbringen, wo die Gewindestangen, diese hier, das sind M8er Gewindestangen, die kosten so 95 Cent das Stück. Die brauchen wir. Die kommen dann durch diese Leisten durch. Und hier die kleinen, dünneren Leisten, die benutzen wir dann später für das Concave oder Kicktails zu formen. Aber das seht ihr dann später alles. Das ganze Material für, wir haben jetzt für zwei Pressen gekauft, hat jetzt 66 Euro gekostet. Also knapp 30 Euro müsst ihr da rechnen, für eine Presse zu bauen. Wir haben uns jetzt 16 Leisten zurechtgeschnitten und auch schön die Kanten mal gebrochen. Das sind die 60 auf 40 mm Leisten, die werden dann hochkant montiert. Das ist eine von den Grundplatten. Die Grundplatte ist 30 cm breit und die Leisten 40 cm. Seht ihr, die steht dann außen so über und hier kommen die Gewindestangen dann rein. Das habe ich mir hier markiert und habe mir jetzt hier in meiner Bohrmaschine eine kleine Vorrichtung gebaut, damit ich jetzt alle Hölzer da so anschlagen kann und die werden wir jetzt einfach so bohren, dass dann auch von der Kante nochmal 20 mm entfernt. Da passt dann wunderbar so eine Unterlegscheibe noch dahin, dass wenn man dann hier die Mutter drauf anzieht, dass die Mutter sich hier nicht in das weiche Fichtenholz reinfrisst. Deshalb kommt da nochmal quasi zur Druckverteilung so eine Unterlegscheibe drauf. Wenn ihr keinen Winkelschleifer zu Hause habt, geht es auch klassisch mit der Metallsäge. Ist ein bisschen mehr Arbeit, geht aber ganz genauso. Damit ihr am Ende jetzt hier drauf auf das geschnittene Ende, diesen Krater, damit man jetzt hier später die Mutter drauf drehen kann, müssen wir jetzt einmal umlaufend die Kante brechen. Das machen wir jetzt auf der Schleifmaschine, kann man auch mit einer Feile zu Hause machen. Hier fräse ich jetzt einen Radius an die obere Leiste, die später das Concave reindrücken wird. Der Radius ist dann dafür da, dass es nicht so harte Kanten ins Holz reindrückt. Kann man dann einfach auch mit einer Schleifmaschine ein bisschen Radius dran schleifen. Und ansonsten ist es jetzt auch wieder das OSB-Material, wie die Grundplatten. Kann man sich alles im Baumarkt fertig auf Maß zuschneiden lassen. Hier säge ich mir jetzt noch Druckverteilerplatten, die sind dafür da, damit in der Presse geben wir eigentlich nur partiell durch die Leisten Druck auf unsere Holzlagen. Um diesen Druckverteilerplatten kann man das dann noch ein bisschen, ja, die Kraft ein bisschen schöner verteilen. Das ist einfach 2 bis 4 mm dickes Material, was man da auch im Baumarkt sich zuschneiden lassen kann. Das ist die obere Pressenhälfte, in der Mitte der OSB-Streifen, der das Concave formt, und an den Enden die Leisten, die das Concave nochmal zurückformen, damit man das Brett dann in die Kicktails formen kann. An den unteren Pressbalken werden die Gewindestangen jeweils mit einer Mutter unten und oben gesichert und das Ganze dann auch richtig fest angezogen, damit die Gewindestange sich auf keinen Fall mehr dreht, wenn man
am Ende oben die Mutter festschrauben will. Die Presse jetzt zusammengebaut. Hier an den Enden seht ihr die Leisten, die die Kicktails hochformen, und seitlich sind nochmal die Leisten, die das Concave formen. Jetzt kommt von oben unser Deckel drauf, da seht ihr wieder die mittlere Leiste, die dann das Concave runterdrückt, und am Ende jeweils die Leisten, die das Concave nochmal zurückformen, damit es dann in die Kicktails kommt. Jetzt kommen die Spanten oben drauf und das Ganze wird angezogen. Das Ganze dauert ziemlich lange. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr das alleine machen wollt, arbeitet auf jeden Fall mit Epoxidharz, weil Holzleim nur 15 Minuten Topfzeit hat. Aber da habt ihr keine Chance, alleine diese ganzen Muttern anzuziehen. Entweder braucht ihr Hilfe oder Epoxidharz. Viel Spaß beim Nachbauen, euer Dr. Schnaggels. Hier seht ihr die Presse jetzt mal im Einsatz, so als kleiner Teaser für die kommenden Episoden. Aber was ich jetzt eigentlich noch erzählen wollte, ist, dass die Presse schon einige Vorteile hat, beziehungsweise sehr variabel ist. Weil wir haben jetzt ja hier 8 verschiedene Bretter mitgepresst. Und durch einfaches Versetzen der Leisten kann man jetzt einiges einstellen. Man kann zum Beispiel die Leisten für das Concave versetzen, etwas weiter zur Mitte oder weiter auseinander. Dadurch kann man einstellen, wie extrem das Concave wird. Man kann einfach die Leisten für die Kicktails weglassen oder nur ein Kicktail damit herstellen. Also sehr variabel und sehr praktisch, wenn man vorhat, ein paar Bretter zu bauen. Sonst könnte die Presse vielleicht ein wenig aufwendig sein. Last but not least will ich natürlich noch unseren Sponsor erwähnen, der uns bei dem Hardware-Stuff für die Longboards ein wenig unterstützt hat. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an den Longboard-Shop. Danke!